So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins, dem DLC Fluch der Pharaonen. Und ich habe einfach mal eine unserer Hauptquests mal wieder markiert. Ne? Müssen wir ja auch mal wieder machen. Wir sind jetzt lange hier rumgelaufen, haben Orte gemacht. Deswegen werden wir in der Folge auf jeden Fall die Hauptquest weitermachen. Und das ist der Heretiker finde und beschaffe Tychons Aufzeichnung. Ja, da werden wir irgendwie hinkommen. Ich würde sagen, wir machen erstmal das, das und das. Und dann reisen wir hier oben hin und machen das. Oder wir machen das am Anfang. Dann können wir uns am Ende Zeit lassen und müssen die Hauptmission nicht durchrushen. Das macht vielleicht mehr Sinn. Aber wie komme ich denn am besten hier hin? Den haben wir auch noch nicht freigelegt. Ich müsste dann hier. Ja, kriegen wir schon hin. Ist egal. Komm, wir gehen jetzt hier hin. Wir starten direkt mit der Hauptmission. Wir haben ja auch im Jenseits haben wir ja auch nur Orte gemacht und sowas. Wir haben dazu auch die Mission gemacht, aber wir müssen auch eigentlich mal die wahre Hauptmission weitermachen, ne? Das werden wir jetzt hier tun. Dass er sich immer wegdrehen muss, wenn du mal von vorne gucken willst. So. Da hinten müssen wir hin. War das ja geil, ne? Im Fallen. Aber die hat nur gelebt, als ich auf sie drauf gesprungen. So, Ich glaube, wir brauchen die Nacht auf unserer Seite. Deswegen werden wir hier mal eben meditieren. Dann gucken wir mal. Hat sich der Schatten auch noch erhoben. Ach hey. Sind hier irgendwo Freunde? Natürlich. Viele Freunde hier. Okay. Da müssen wir hin. Der Schatten ist da unten. Und dann haben wir schon eigentlich unseren Plan, wie wir da... Wir sind ja schon mal hier eingebrochen, sozusagen. Wo machen wir das jetzt wieder? Echt, da kommst du jetzt nicht hoch? Warum kommst du denn da nicht hoch? Hier geht oder was? Okay. Eigentlich wollte ich hier gar nicht hoch. Habe ich jetzt festgestellt. Oder hier hinten hoch. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, ich weiß. Weiß ich halt. Ja, hier kommen wir nämlich hoch. Hatte mich nämlich beim letzten Mal noch gewundert. Oh. Oh, der Dicke kommt da hoch. Wo rennt er denn da jetzt hin? Guck mal, er rennt weg. Also ich kann die da oben auch in Ruhe lassen.
Das hat natürlich nicht geklappt, dass der da auf einmal auftaucht. Warte. Hilfe! Ich schlitze dich auf! Hä, wo ist er hin? Was ist das? Ein Spiel? Das ist ja kein Spiel. Das ist blanker Ernst. Jetzt wird Verstärkung nämlich gerufen. Haben wir nämlich ein Problem hier. Ja, du. Leuchtfeuer zu. Okay, er war anscheinend böser Vogel. Okay, also anscheinend haben wir es geschafft. Okay, wir haben es anscheinend. So war jetzt nicht der Plan. Aber siehst du mal, deswegen wollte ich vom Prinzip her gucken, ob da noch irgendjemand ist, den ich mit, den ich ausfindig machen kann. Hat nicht so geklappt. Ich rätsche halt jetzt so langsam hier immer rum, ne? Ah. Oh. Okay. Missionsziel in der Nähe. Ein verschlüsseltes. Ja, ich hab's jetzt auch nicht gelesen. Tychon versteckt seine gestohlenen Schätze im Tempel der Hatschepsut. Okay, können wir uns das mal eben vielleicht durchlesen, was wir da gerade jetzt gefunden haben? Ein Halsband aus Gold, besitzt mit Türkis, Lapis Lazuli, Kaneol, es zeigt Horus oder vielleicht Chons, Statuen der Göttin Hathor und des Gottes Amun, verschiedene Schlangenarmband, goldgoldene Statue des Amun, aufbewahrt im Tempel der Hatschepsut, Pektoral, ein großes Skarabäus auf der heiligen Parke, an seiner Seite die Göttin Isis, Büste von Nofretete, schlechte Kopie. Oh, okay, wenn man mir das jetzt alle sagen soll. Wir müssen da hinten jedenfalls hin. Da werden wir hingehen. Ich bring dich um! Verdammt! Du bist kein schöner Anblick und riechen tust du auch nicht gut. Das nehme ich als persönliche Beleidigung. So. Wir haben jedenfalls die Spur wieder verloren, das ist gut. Was haben wir soweit gut gemacht? Okay. Muss gleich wieder niesen. Das ist faszinierend. Ich glaube,
Ich glaube, ich bin gegen den Fluch der Frauen allergisch geworden. Oh, Junge. Auch kein Spaß, ne? Ja, nur du sollst da reingehen. Ja, genau, guter Junge. So. Oh. Ich grüße dich, Erschaffer von allem. Schöpfer von allem Leben. König aller Götter. Ich grüße dich, Amun-Re, Herr aller Throne dieser Welt. Alle Spuren führen zu Echnaton, der bei den großen Pharaonen begraben wurde. Okay. Wenn du das sagst. Aber das brauchen wir uns auch nicht durchlesen, das haben wir uns schon mal durchgelesen. Gut, dann müssen wir jetzt hier raus. Soll deine Fackel ausmachen. Dann hauen wir hier ab. Vielleicht irgendwie eine Schnellreise machen oder so. Ah. Okay. Das bringt uns zu seinem Jenseits. Okay. Also, das ist auch interessant. Die Hauptmissionen führen einen ins Jenseits. Ja, dann haben wir wieder einen komplett anderen Plan. Wenn wir... Was? Wenn wir dann schon wieder... Wenn wir schon einmal hier sind, dann machen wir auch das Jenseits, ne? Das war ja bisher immer so die Sache. Wenn wir einmal drin sind, machen wir das. Eine Hymne auf Aton. Ich hüte die Stätte des Königs, meines Herrn, der Sonne des Himmels, an der ich bin. Und ich hörte die Worte des Boten des Königs, meines Herrn, und führe sie aus. Wer bin ich? Ein Hund. Was ist mein Haus? Was ist alles, das ich besitze? Auf Befehl des Königs, meines Herrn, der Sonne vom Himmel, sollte ich ihn nicht ohne Unterlass gehorchen. Ja, und dann wird das so sein. Oh, was haben wir hier? Statue woanders verstreuen. Ich brauche mehr Hinweise auf den Aton. Ja, müssen wir da rein. Ja, dann gehen wir hier in das Jenseits rein, machen das Jenseits hier dann zu Ende und dann machen wir das nicht wie eigentlich geplant ganz am Ende, sondern wenn so jetzt die Mission dahin führt, dann machen wir es jetzt. Finde einen Weg durch das Amduat. Bist du ein Instrument des Bösen? Hast du Schmerz verursacht? Schmerz zugefügt? Schmerz! Schmerz! Wie leiden! Schmerz! Ihr Schmerz! Ja, also ausweichen ist halt hier schon der Schlüssel. Ja, dann. Wir sagen, auf geht's. Oh, krass. Erst einmal, dass wir tauchen müssen. Diese Gruft dem Amun zu weinen. Ich werde die Abbilder des Echnaton zerstören. Okay. So. Ach, das sieht aber ganz nett aus hier. Die Zeremonie im Ackerland. Jehuti glaubte, die Statuen enthielten Echnatons Geist. Vielleicht setzt ihre Zerstörung ihn frei. Okay,
Dann gucken wir uns mal hier. Oh wow. Noch komplett. Götter oder Credo. So, dann laufen wir hier erstmal rum. Die Strahlen des Aton. Sie weisen auf die Statuen des heretischen Pharao. Die falschen Götzen müssen zerstört werden. Ah, okay. Alles klar. Solange sie stehen, ganz und makellos, wird er in dem Aton leben. Okay. So, aha. Oh, das scheint aber keine große... eine große Map zu sein. Okay. Bleiben wir erstmal eben hier. Weil hier ist die Stele. Wo ist denn hier die Stele? Das wird ja auch wieder was. Hier wieder was zu finden. Betofte. Geburt eines Gottes. Samenophis. Du, dessen Vision uns unseren Lebenszweck gespendet hat. Du hast die Sonnenscheibe zwischen zwei Bergen gesehen. Eine Kammer zwischen den Titanen. Und so konnte Amuns Reflexion aufsteigen. Ja. Wie kommen wir denn hier am besten voran? Im Boot, oder? Oder ist das alles so seicht, dass man hier laufen kann? Ah, ey. Krokodilsnest. Ein. It, ey. Was ist denn Alpha? Oh ja. Oh ja. Muss ich hier jetzt schwimmen oder kann ich hier jetzt auch? Oh oh. Oh oh. Ihr habt gesehen, das Krokodil da hinten ist schon ins Wasser gegangen. Wasser habe ich keine Chance gegen die. Ich muss sie halt an Land bekämpfen, ne? Ach, das war alles. Aber. So. Die Mama ist schon wieder abgehauen da. Oh, schön. Scherben des Sterns. Nehmen wir immer. Oh, komm mal hier. Wie sagen wir so schön, komm mal bei mich bei. Ja, komm mal hier hin. Komm mal zu mir. Ja, komm. Komm. Komm, mach nicht deine Todesrolle da. Ja, komm raus. Komm. Willst du nicht rauskommen? Komm doch mal raus, ey. Ein Krokodil ist da hinten noch, dann kann ich aber hier mal eben runtertauchen. Oh, das sind Scherben des Sterns. Eieiei. Na gut. Aus dem Weg. Was willst du denn da wieder? Muss mal im Big Mama Krokodil hier töten. Mama ist im Wasser. Das ist nicht geil. Komm hier hin jetzt. Hau nicht ab. Feiges Krokodil, ey. Was stimmt denn nicht mit dir? Hör auf jetzt. Ach ja, ey. Da muss ich dann auch in der letzten Sekunde immer wegdrehen, ne? Ich schwimme jetzt einfach mal todesmutig hier durch.
Ich gehe dazu dieser 177 Meter Zerstörung. Ich finde das ja sehr nett von euch, dass ihr mir da helfen wollt. Wo bringt er mich denn jetzt hin? Nein! Nein, hör auf! Hör auf, bring mich jetzt... Du drehst um! Alter, du drehst um, du Haiopai! Ich will da hinten hin! Wo dreht er denn um? Er sieht doch, wo ich hinschwimme, oder nicht? Das Westtor. Gieß die Städte. Ja, ich muss erstmal aufpassen, dass hier ein Krokodil kommt. Anleger des Aton. Okay. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ja. Glaube ich dir gerne. So. Okay. Jetzt können wir erstmal gucken, was hier so abgeht. Ja, dass das natürlich... Da ist die Stele. Ah, okay. Ja, dass das hier natürlich bewacht wird, konnte man sich ja schon fast denken, ne? Aber... Das kriegen wir hin. Na, komm her. Dein Ernst, wo bist du denn jetzt lang? Ernsthaft, du springst nicht da drüber? Was bist du denn für einer? Rennt er nicht jetzt? Nein. Okay. Mea culpa. Den Kommandanten haben wir. Den Hauptmann habe ich aber noch nicht gesichtet, wenn ich ehrlich bin. Er soll jetzt mal da kommen. Ich war in ihm drin. So, okay. Wo ist denn... Ah, da hinten. Okay. Hey, so viele sind hier gar nicht. Das täuscht eigentlich. Das... Sei noch lauter. Die sind halt großzügig hier überall verteilt, die Freunde, ne? Kann ich das eigentlich auch mit dem Pfeil zerstören? Kann man schon so machen. Jetzt müssen wir nur noch die Schätze finden. Oh.
Dann gucken wir mal, gehen wir mal hier rein. Ach guck mal, hier haben wir sogar direkt einen Schatz gefunden. Natürlich super. Das, was außen steht, brauchen wir nicht. Wir holen uns den anderen Schatz, der da drin ist, und dann sind wir hier fertig. Dann würde ich rübergehen, dass wir die Stele einmal lesen. Dann gucken wir weiter. So. Okay. Wort abgeschlossen. Dann gehen wir mal hier hinten hin. Das ist jetzt so alles in einem, was wir hier machen. Mich natürlich ein bisschen... Ich dachte, er würde jetzt da drauf springen, ne? Das ist so ein bisschen Sorgen bereitet halt, dass, dass hier Krokodilsnester gibt und ich hier viel schwimmen muss. Ganz so geil. So, wir holen uns jetzt hier die Stele. Ich hoffe, ich kann welche klettern. Oh ja, sehr gut. Ja, halte ich daran fest. Genau, das war bestimmt sehr gut. Das Spielchen kenne ich. Da sind in der Regel immer Schlangen. Ich kenne das Spiel. Ich kenne das Spiel, meine Cobra. Meistens nicht nur eine. In dem Fall ist es nur eine. Okay. Oh, Siegreicher. Oh. Lebendiger Aton. Du, dessen Strahlen unsere Finsternis vertreiben. Wir werden 1000 Lieder in deinen Namen singen. 10 mal 100 Schriftrollen mit deinen Siegen gegen die Hethiter verfassen. Deine Weisheit kennt keine Grenzen. Achso, wir können ja mal was herstellen. Inventar. Nee. Ausrüstung. Machen wir das hier fertig. Zack. Wie sieht's hier aus? Können wir auch verbessern. Zack. Das heißt, wir brauchen insgesamt noch 27. Dann haben wir alles fertig. Egal. So. Okay, gucken wir weiter. Wir haben das, wir haben das. Ah, mitten im Wasser ist natürlich noch. Ist klar. Ja, wir gehen erstmal hier hin. Holen uns dann den Aussichtspunkt und dann gucken wir mal weiter. Das wäre jetzt schön, wenn man sich ein Boot rufen könnte. Schrein des Echnaton. Jetzt plündern. Mal gucken, wo die Schätze sind. Einen haben wir da schon. So, gehen wir da mal rein. Wir rein? Nee. Ich hoffe, wir kommen übers Dach rein. Nicht? Wahrscheinlich hat die andere Seite einen Eingang. Ja, riesengroßes Tor. Habe ich mir fast gedacht. Rein. So.
Jetzt ist die Frage, wo ist der andere? Der ist nicht hier. Da ist was. Das gehört nicht dazu. Wahrscheinlich der. Vermute ich jetzt einfach mal. Muss ich jetzt wieder... Ja. Richtig. Nein, nein, geh ruhig runter. Hat hoffentlich keiner gesehen und nimmt uns keiner übel. Von den Leuten, die es gesehen haben. Du stellst jedermann an seinen Platz und sorgst für ihren Bedarf. Du bist in meinem Herzen, denn ich allein kenne dich. Der Pharao, der von Ma'at lebt, von Wahrheit und Harmonie. Du, König von Ober- und Unterägypten, einziger des Regens. Ja, Krokodile. Weiß nicht, was die immer alle hier wollen. So, nehmen wir das hier auch noch einmal alles mit. Okay, dann lass uns mal gucken. Wir könnten natürlich auch erst... Ja, wenn ich jetzt hier weitermache, dann... Das Ding ist, wir werden das wahrscheinlich in einer Folge sowieso nicht machen, weil das wird danach wahrscheinlich noch irgendwie eine Folge, also irgendwie eine Konsequenz haben. Deswegen würde ich sagen, wir machen nur den Ort hier, gehen da jetzt einfach mal weiter und beenden dann, ja, oh, das war aber jetzt knapp. Oh. Und beenden das Jenseits dann einfach in der nächsten Folge, oder? Weil vielleicht haben wir dann noch ein bisschen Zeit, wieder diesen wunderbaren Schatz zu suchen. Das müssen wir ja auch wieder machen. So, was haben wir hier? Großer Tempel des Aton. Aha. Freunde wieder. Okay. Auch Freunde. Oh, es sind viele Freunde. Von den Flatterviechern da wieder. Ist aber alles frei. Da steht nur einer. Okay. Hey! Du hältst dich für was ganz Besonderes, hä? Ja, komm doch. Zeig ich dir, wie besonders ich bin. Hey. Weil ich hab dich verarscht. So besonders bin ich. Der denn jetzt hin? Aber noch warm. Ja, aber noch warm. Aber noch warm. Was? Das hast du eigentlich einen guten Tipp gegeben. Werde ich dich mal verwiesen. Na, stell dich drauf und plünder, das ist gut. Wir werden ihn hier auch mal eben killen. Falls er sich in irgendeiner Art und Weise in Bewegung setzt und nervend ist.
Beten Aton. O Aton, große Feuerscheibe, du bist es, der uns Tag für Tag Licht und Wärme bringt. Wir, die königliche Familie, kommen im Gebet zusammen, um Aton, die Sonne, zu preisen und zu ehren. Er steht da echt so wunderbar, ne? Oh, das haben die gesehen. Ach, die sind gelaufen, um sich da hinzusetzen? Ne, die haben irgendwas gesehen. Die haben das echt gesehen. Scheiße. Ich hole aus. Ich hole doch aus hier. Ah. Okay. Hier nicht gerade noch irgendwo einer? Er ist nach da oben gegangen. Kumpel, was machst du denn da oben? Voll in den Kiefer rein. Okay. Hier. Okidoki. Das haben wir. Dann machen wir noch den Aussichtspunkt und damit würde ich sagen, beenden wir dann die Folge. Und schauen uns dann. Oh. Naja, da habe ich aber gut getroffen. Boah, perfekt ausgewichen. Und dann gekillt. Das sind die starken. Starken Freunde hier. Sind aber auch nur zwei anscheinend. Ja, gut. Holen wir uns den Aussichtspunkt. Oh, das wäre weit oben. Okay. Gucken wir uns das an. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden jetzt praktisch die hier unten machen und arbeiten uns dann zu den Symbolen vor. Und werden dann ganz zum Abschluss Götter oder Credo die Nebenquest machen und damit dann praktisch das abschließen. Also ich glaube nicht, dass wir es in der nächsten Folge schaffen. Es kommt darauf an, wie schnell wir durch die Orte kommen. Ich glaube aber nicht, das sind noch ein paar Orte. Planen wir mal hier noch zwei Folgen ein. Und dann geht's wieder zurück und dann, ja. Ich finde es aber gut eigentlich, dass uns die Hauptquests auch in die jeweiligen Jenseits führen. Dass man die nicht so auf eigene Faust so einfach random
durchmachen muss. Ich meine, ich habe sie jetzt immer so gemacht, wie ich Bock hatte, so als Abwechslung. Aber rein theoretisch, wenn man dem Missionsstrang folgt, kommt man da automatisch sowieso immer irgendwie hin und kann dann da die Sachen machen. Also selbst wenn man es versucht zu ignorieren, man muss irgendwann rein. Gut gemacht, ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.